Ein herzliches Hallo. Hier ist Svenja von den Lagotto, von den Bergamottis. Ich möchte euch heute eine kleine erste Anleitung geben, wie ich den Alltag mit meinen Lagotis lebe, sodass sie in einer wundervollen Balance sind und dass sie wirklich total entspannt integriert sind. Und ich habe das ja schon öfters erzählt, aber das macht die ganze Sache immer wieder rund, damit ihr auch so ein Verständnis dafür habt. Ich selber habe vor über 10 Jahren meinen ersten Lagotto bekommen, den Toni. Und Toni war, den habe ich erst mit 2 Jahren bekommen und Toni war völlig durch den Wind. Der hat seinen Menschen nicht beachtet, also mich nicht beachtet am Anfang. Der war völlig teilnahmslos quasi dem Menschen gegenüber. Und dann habe ich angefangen zu forschen und zu überlegen, okay, was ist mit Toni passiert? Warum ist das so? Und darüber kam ich ja auch, dass ich jetzt diese wundervolle Rasse züchte seit ein paar Jahren. Weil ich gesagt habe, es muss doch möglich sein, diese Wesensfestigkeit dem Lagotto als Hund auch als Züchter in dieser Prägungsphase zu geben. Und dazu habe ich wirklich in den Jahren eine super Möglichkeit entwickelt, die ich euch jetzt mitgebe und allen meinen Welpeneltern, dass ihr wirklich auch einen entspannten Alltag in eurem Leben mit eurem Hund habt, also mit eurem Lagotto. Weil ich immer wieder lese und höre, dass viele mit ihrem Hund, mit dem Lagotto nicht klarkommen, ja, dass der Territorialverhalten hat, dass der bellt, dass der, dass er quasi Probleme macht. Und wenn ihr das so von dem Aufbau, was ich euch hier mitgebe, ich sage ja auch immer, ne, nehmt Zettel und Stift dabei, das, was ich euch mitgebe, da habt ihr ein mega geiles Grundgerüst und ihr könnt genau das nehmen, was ich euch erzähle und zeige und in euren Alltag übertragen. Weil das ist es nämlich auch. Ich habe dann angefangen, mich zu belesen, Videos zu gucken, Fortbildung zu machen und so weiter. Ich habe aber etwas länger gebraucht, weil ich wusste nie genau, okay, ja, wie mache ich das jetzt? Muss ich jetzt ein extra Training machen? Ich hatte auch ein paar Trainer hier. Das hat mich alles nicht wirklich weitergebracht. Und vor allen Dingen Toni hat es nicht weitergebracht. Was es dann aber zum Drehen gebracht hat, ist, dass ich alles, was ich euch erzähle, in meinen Alltag integriert habe und ich mache es täglich. Das ist der Schlüssel. Ich trainiere nicht nur einmal die Woche irgendwie was, sondern es ist meine tägliche Routine. Es ist wie Zähneputzen, es ist wie Wasser trinken, es ist wie Essen. Es ist immer der gleiche Ablauf. Und auch ganz wichtig, und es ist nicht kompliziert oder schwierig, das war mir ganz wichtig, weil ich wollte nichts Kompliziertes, Schwieriges, wo ich vielleicht nach 5 Tagen keinen Bock mehr habe, es zu machen. Sondern das, was ich euch erzähle, ist total in euren Alltag integrierbar und so sollte es auch sein. Und ich trainiere nicht extra mit meinen Hunden, sondern das Training, die Balance, die Aufmerksamkeit, dass meine Hunde auf mich achten, ist jeden Tag das Gleiche. Und ich habe in den vorherigen Videos ja immer mal wieder auch so kleine Übungen erzählt. Und das Jetzige ist so, dass am Schluss kommt nochmal ein Video, wo ich das auch ein bisschen erzähle. Und in den nächsten Videos wird es aufeinander aufbauen. Und es ist so, dass wenn ich mit meinen Hunden rausgehe, dann ist es so, ich stelle mich erst in den Flur. Dann rufe ich meine Hunde, ich habe das mit meiner Hündin Milla gefilmt, damit es eindeutiger ist, weil meistens hat man ja 1 oder 2 Hunde, nicht so wie ich, ein bisschen mehr Hunde. Und dann hat Milla und euer Hund hat dann dort zu sitzen und euch anzugucken. Es ist so wichtig, dass ihr immer mal wieder in diesen Übungen Blickkontakt habt. Also nicht, dass ihr euren Hund die ganze Zeit anstarrt, sondern dass ihr seht, okay, der Hund guckt mich an. Das ist das A und O, nämlich auch, wenn es nach draußen geht. Ihr geht dann zur Tür. Der Hund sitzt vor der Tür, schaut euch an.
Dann zieht ihr eure Schuhe an, ihr holt die Leine, ihr zieht eure Jacke an. Die ganze Zeit sitzt euer Hund da. Wenn euer Hund nicht sitzen bleibt, oder der darf auch stehen, er muss nur an einer Stelle sein, er darf sich auch hinlegen. Wenn er aufsteht und vielleicht hochspringt oder zur Tür rennt, dann setzt ihr ihn zurück und sagt zum Beispiel, sitzt, ich sage, warte. Und dann hat der Hund da zu stehen, zu sitzen, zu liegen und zu warten und euch immer mal wieder anzugucken. Dann macht ihr die Tür auf. Dann geht auch ganz wichtig, ihr geht als erstes aus der Haustür raus. Das hat ganz viel mit Energie zu tun, mit dieser Alpha-Energie. Ihr geht dann aus der Haustür raus. Der Hund, euer Hund sitzt immer noch da. Ich zeige das in dem Video, aber ich wollte euch das nochmal erzählen, weil das ist die mega wichtigste Übung überhaupt. Dann geht ihr zum Auto. Zeige das im Video. Der Kofferraum, ich mache den Kofferraum auf und dann rufe ich meine Hündin. Ich bin dann nochmal zurückgegangen und Milla ist dann ein Stück nach vorne gekommen, wollte nämlich gucken, okay, was macht sie da? Sie fand es auch ein bisschen seltsam, weil ich mit der Kamera da war. Und dann habe ich die Milla wieder zurückgeschickt. Ich habe gesagt, nein, du musst da wieder zurück und du musst da sitzen. Und sie hat dann da gesessen, ich bin zum Auto und dann habe ich das Okay-Zeichen gegeben und ist sie zum Auto gekommen und ist eingestiegen. Wenn ihr einen Hund habt, der super hyperaktiv ist und der das noch nicht so wirklich macht, da ist es so, diese einzelnen Schritte, die ich erklärt habe, und den würde ich auch nicht ins Auto springen lassen. Ich mache das jetzt, weil meine Hunde sehr, sehr gut geübt sind. Und ich habe keinen Hund, der irgendwie so, ich sag mal, distanzlos ist und quasi nicht hört. Wenn du einen Hund hast, der noch total fickerig ist und so, den würde ich vor dem Kofferraum auch nochmal warten lassen. Das heißt, diese Schritte, die ich jetzt erzählt habe, und dann würde ich ihm sagen, okay, und er müsste vor dem Kofferraum nochmal sitzen, dich nochmal angucken und dass er danach erst in den Kofferraum springen darf. Das hat auch wieder was mit Energie zu tun, ja, dass du ihn dann immer wieder stoppst und immer wieder sagst, hey, achte auf mich. Vor dem Kofferraum oder wo auch immer, wenn du natürlich deine Box im Auto hast, dann müsste er vor dem Auto stehen bleiben, dich kurz angucken und dann gibst du das Okay-Zeichen, dass er reinspringen darf. Ja, genau, das habe ich nämlich ganz am Anfang mit Toni gemacht, ja, weil Toni so auch war und er musste, der erste Step war warten im Flur, ich gehe raus, der zweite Step warten am Auto, er musste zu mir zum Auto kommen, warten, mich anschauen und dann ins Auto rein. Und ähnlich ist es, wenn ich das Auto wieder aufmache, aber da mache ich ein anderes Video zu, sonst wird es zu lang. Aber das ist die Basis, die Basis, die Basisübung. Weil, wenn ihr im Wald unterwegs seid, egal ob mit Schleppleine, einer kurzen Leine, ohne Leine, dann ist das diese Aufmerksamkeit, die Hunde auf euch haben, weil sie es lernen zu Hause. Und zu Hause ist die wichtigste Basisübung. Also diese eine Übung, ich werde euch noch ganz, ganz, ganz viele Übungen zeigen, ja, also Alltagsübungen, die euch total helfen. Und wenn ihr dann draußen seid, dann hat euer Hund gelernt, okay, da ist jemand, da ist hier die Alpha, das Alpha-Tier, also ich oder mein Mann oder meine Kinder, und ich, die achten auf mich. Wenn sie gehen im Wald, dann ist es immer wieder, dass der Blick zu mir kommt. Und das hatte ich in einer anderen Übung schon erzählt. Auch eine schöne Basisübung für draußen. Immer wieder, dass sie schauen, okay, wo geht sie hin? Und das trainiert ihr, indem ihr das zu Hause so macht. Ja. Und jetzt ab heute macht ihr das bitte immer. Ich mache das immer. Ich mache gut, vielleicht mache ich es einmal im Monat nicht. Wo ich dann, ne, weiß ich nicht, irgendwie doch Stress habe oder so und dann einfach aus der Haustür raus, egal, weg. Aber es ist immer, immer, immer solltet ihr das ab jetzt machen.
Und vielleicht, ja, am Anfang wird es vielleicht ein bisschen holprig, dass ihr sagt, so, oh, und jetzt schon wieder und so. Aber das wird wie Zähneputzen. Das wird vielleicht, wenn es dann, bei mir geht es jetzt schnell. Ja, ich habe, wo ich euch das gefilmt habe, ist das ist ein langsamer Ablauf. Das geht jetzt schnell. Also meine Hunde sitzen, ich ziehe mich an, ich mache die Tür auf, ich gehe raus. Die sitzen immer noch da. Manchmal muss ich einen zurückschicken, klar. Und dann geht es aber ins Auto und fertig. Und ihr Lieben, das ist auch so wichtig. Eure Hunde sind Lebewesen und die sind manchmal neugierig und die haben manchmal einen schlechten Tag. Und gerade wenn sie auch in die Pubertät kommen, dann müsst ihr das vielleicht am Anfang, ja, vielleicht 10-mal machen. Das 10-mal geht der Hund 5 Schritte nach vorne und dann geht ihr 10-mal hin und dann schiebt ihr ihn 10-mal wieder zurück. Das ist auch so wichtig. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Menschen das Gefühl haben, das habe ich jetzt trainiert und jetzt muss er das können. Nein, das geht ein Leben lang so. Wenn du das 2 Wochen lang nicht mehr so machst, dann wird der Hund das auch nicht mehr machen. Weil er sich denkt, ja, interessiert die ja eh nicht mehr. Ich springe jetzt hier hoch, ich beiß vielleicht an der Leine rum oder renn schon raus und bin dann eh weg und so. Das ist es täglich, energetisch, das so zu tun. Und auch Spaß daran haben. Das ist einfach total genial, das zu machen. Ja, so in diesem Sinne. Und diesen Ablauf, den ich euch jetzt erzähle, dafür habe ich Jahre gebraucht, weil es A, mir niemand erzählt hat, auch nicht die Hundetrainer. Und weil ich das halt im Alltag einfach so gemerkt habe, dass das so genial ist. Und ich erzähle euch die Dinge aus vielen verschiedenen Bereichen, die ich für mich gelernt habe und speziell auf den Lagotto geschnitten. Auch nochmal spannend. Ja, so in diesem Sinne. Und jetzt hänge ich noch das Video dran, wie ich das mit der Miller mache. Und dann freue ich mich auf die nächsten Videos. Ich habe ja schon erzählt, ich mache das immer im Wechsel. Ja, glaube ich, im Wechsel, dass ich einmal die Ohren werde ich euch das nächste Mal zeigen, wie ich die Ohren pflege. Und dann werde ich wieder einen nächsten Schritt machen. Wenn man vom Spazierengehen zurückkommt, wie das dann abläuft, weil das ist auch nochmal wichtig. Dass es nicht chaotisch einfach in die Haustür reinrennen ist, sondern dass es auch wieder der Hund muss warten, aber das zeige ich und erzähle ich euch das nächste Mal. Sonst wird es hier zu lange. Ja, so in diesem Sinne, habt eine gute Zeit und bis bald. Eure Svenja. Ciao. So, ich zeige euch hier, wovon ich schon öfters erzählt habe, dass ich immer den gleichen Ablauf habe, wenn ich spazieren gehe. Und der sieht so aus, dass Miller, die kennt das jetzt schon, dass meine Hunde hier sitzen. Ich zeige euch das mit einem Hund. Das ist einfacher für euch, weil die meisten haben ja nur ein oder zwei Hunde. Und Miller weiß jetzt, okay, es geht los. Und entweder sie sitzt da oder sie sitzt hier. Und jetzt in der Zeit, bevor ich rausgehe, müssen die Hunde, muss euer Hund sitzen und warten können. Und dann ziehe ich mir die Schuhe an, dann nehme ich hier die Leine. Ich habe mir jetzt hier schon eine zurechtgelegt und Miller sitzt immer noch da und wartet. Dann mache ich die Tür auf, hole hier meinen Schlüssel und dann gehe ich raus und Miller sitzt und wartet. Und sobald euer Hund mitkommen möchte, dann schickt ihn wieder zurück auf den Platz und sagt, warten. Ihr könnt es gerne auch am Anfang mit Leckerchen machen. Ich mache das nicht mit Leckerchen. So, Miller sitzt auch immer noch da und wartet. Und das Ziel sollte sein, dass ihr rausgeht. Miller sitzt immer noch und wartet. Und auch jetzt, wenn euer Hund mitkommen würde, dann müsste sie zurück. Und das machen die immer mal wieder, so wie Miller. Miller, geh zurück. So ist fein. Und warte. Warten. Warten. So, und wenn ihr dann hier angekommen seid, dann gebe ich das Signal. Okay. So, und dann darf sie rein. So, dann mache ich den Kofferraum zu. So, und auch wenn ihr zurückkommt, wieder auch ganz wichtig, eure Energie
mache ich den Kofferraum auf, warte und dann muss euer Hund erstmal warten, bis er raussteigen darf. Ja, jetzt hattet ihr einen kleinen Einblick in die morgendliche oder überhaupt Ausgehroutine, die ich immer und mein Mann mit unseren Lagutis mache. Und ich möchte zum Abschluss hier nochmal sagen, es geht ganz viel darum, dass ihr eine Position einnehmt, dass ihr die Position einnehmt, dass ihr und auch nicht, ganz wichtig, es geht nicht um irgendwie Aggressivität oder dass man quasi böse wird, sondern es geht um eine klare Dominanz. Und das werde ich euch noch öfters sagen, weil darauf stehen Hunde. Hunde stehen auf Klarheit, auf Führung. Und darum geht es. Und ihr werdet so den besten Wegbegleiter haben und ihr werdet einfach so viel Spaß haben. Weil, ich habe es schon gesagt, ich sage es zum Abschluss nochmal, das, was ihr jetzt hier beim Rausgehen, beim an der Tür stehen, quasi entscheidet für euch, dass ihr die Führung übernehmt. Das wird sich auf das ganze Leben mit eurem Hund, das wird euer Hund spiegeln. Im Wald, beim Essen gehen, egal wo ihr seid. Und euer Hund wird es euch danken. Ja, und das ist, das ist so der erste Schritt, den ihr dann auch üben solltet, machen solltet. Jeden Tag. In diesem Sinne, die nächsten Teile folgen. Was ist, wenn ich am Wald bin? Was ist, wenn ich zurückkomme? Wie komme ich zurück? Wie sollte es sein? Und ich freue mich auf euch. Bis dann. Eure Svenja.